So, mein Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sick. Zusammen mit der Sam. Wir gehen jetzt in die Abwasserkanäle. Hi. Da waren wir noch nicht. Ja. Also sie war privater, ich noch gar nicht. Ja, ich war kurz drin, ja, aber nur um mich umzugucken, aber die Gegend ist so groß. Alleine reinzugehen ist ja Selbstmord, kann man fast sagen, wenn man das bei YouTube noch sagen darf. Ja. Dann lade ich dich mal ein. Lad mich mal ein. Stellen. Rein, können sie rausgucken. Nee. So. Aber wir nehmen ein Animatronic. Und zwar das liebe Haselein von Summer the Night. Ja. Lieb war es damals gar nicht. Hat Bomben geschmissen und so Mist. Ich hoffe, das macht es jetzt diesmal nicht auch. Dann kannst du vorher nochmal in die Ausrüstung gehen. So. Ja. Ist okay. Ich habe nur 3 Punkte übrig. Konnte ich jetzt eh nichts umändern. Ich habe, wie gesagt, die Spritze, so. Brecheisen für den Geheimgang und Futterbad wird ja wohl reichen. Dass wir was über den Charakter erfahren. Genau. Das ist ganz wichtig, dass wir wissen, wie er jagt und so weiter alles. Ach, wie niedlich. Der leuchtet schon aus dem Maul schon. Die Schrauben, die hat er ja am Rand sich jetzt erst. Ja. So, jetzt sind wir bereit. Gut. For the past 5 years, many legends have been told about the sewers I've explored. And only paranormal enthusiasts and urban explorers dare to venture into them. But no one has ever really been able to prove anything. Well, I know what I saw. I've always loved thrills and horror, so exploring a dark, empty place didn't scare me at all. One day I heard about some strange sightings in the sewers of my town. Being on the spot, I quickly went there with no equipment other than my flashlight and without telling anyone. At first, everything was as normal as usual, inexplicable noises here and there, but not much moving apart from the rodents. While I was in a corridor, I heard a thud very close to me. Having spotted some beds earlier, I thought a homeless person had taken up residence here and spotted me. So I immediately moved to a dark corner with my light off to avoid being attacked, as I didn't know his intentions. Strangely enough, nothing happened for a long time, and after a while I turned my lamp back on. Just then, a few meters ahead of me, I saw this inhuman mass that I'd like to forget. My whole body froze, and I couldn't do anything. No sound wanted to come out of my mouth, and my body didn't want to move either. Fortunately, it hadn't spotted me at first, but the light made it react after a few seconds that seemed interminable. That's when it lunged in my direction. I ran for my life through the underground labyrinth and eventually came out. The next day, I went on the internet to tell my story, but without any photos, nobody believed me. A few days later, however, I heard that the sewers had been closed with padlocks and fences, without any explanation. It was never reopened. Wie immer. Wie immer. Schnallt. Taschenlampe, Mausrad bei mir. F. Und so. G sind die Leuchtstäbe, denk dran. Nicht die Spritze ausrüsten, bist du des Wahnsinns. Nein, ich gehe gerade hier durch. Ich meine, sonst schmeißt du die wieder weg. Ach so, ja. Oh. Mein Gott, das habe ich jetzt mal gar nicht gesehen. Was denn? Mal hier ganz langsam. Ach, wieder. Da bist du. Ja. Ach. Oh, mein Gott. What happened to you? Warte, nicht so lieb wie der Hase. Wo ist der Rest von dir? Map mal mit Tab, ne? Oh Gott, guck dir die Map an. Okay, gehst du nicht heraus. Ach, Map, ja. Ach du Scheiße. Na, fantastisch. Ist ja. Ach, ich muss mich hier erstmal. Wir haben schon 2% erkundet. Das ist gut. 3 Relikte, Ort des Rituals. Ich muss mich erstmal wieder einfinden. Dann kann man nicht unendlich. Hast du eine Anzeige? Ja. Vielleicht finden wir auch den Rest der Frau. Naja, die ist mir gerade vollkommen egal. Wie benutze ich denn die Spritze eigentlich dann? Mit E oder mit Maus? Mit der linken Maustaste. Ah, ja, okay. Gut. Links oder rechts, aber. Es ist mir eigentlich. Ich glaube, hier passiert was. Lost? Lost. Was heißt denn Lost? Also, ich weiß, was Lost heißt, aber. Verloren. Na gut. Kann man das. Hier eigentlich, wenn man das anzoomt? Nee. Nee. Wir haben ja das Mikrofon gar nicht angemacht, wir machen ja über Steam. Wir haben uns nicht. Hell! Hell! I would never. I wait. Ja. Hell. Genau. Was sehen meine Augen? Es gibt Geld. Kann man hier was fummeln? Nee, kann man nicht fummeln. Ich habe ja was für dich, Geld. Einmal für dich. Ach ja, man konnte ja Dinge sammeln. Also,
Die Augen kannst du gerne haben, ich nehme den Hammer. Nein, aber wir keinen haben. Ja, eigentlich ist es egal, wo wir zuerst anfangen, wir kommen überall wieder raus. Ja, okay. Vress! Vress! Was ist denn Vress? Weiß ich nicht mehr. Das ist so ein. Oder meinst du Wrench? Nee, da stand Vress an der Wand. Weil der fressen hat, ich hab keinen. Vress! Kann ich richtig aussprechen. Oh! Was ist das hier? Geht es auf? Ja. Oh Gott. Oh, ist da der Rest der Frau? Atmosphäre ist echt. Hier liegt ja noch eine Leiche. Eine Puppe, YouTube, ja? Vergiss es nicht. Der hat was an. Ja, ja, ist eine Puppe. Eine angezogene Puppe. Moment, ein bisschen empfindlich. M? Nee, M geht nicht nur da. Ach, da sind wir. Übrigens, kannst du auch hier rein, ne? Jetzt hast du ihn drin, bist du. Na toll, ach ja. Hier kann auch unter Umständen mal ein Hasilein sein. Aber hier ist ja, der Gang ist jetzt zu Ende, ne? Ja, da geht's da nicht weiter. Nicht hier hoch? Nee, aber hier könnte man hoch, aber es geht nicht. Nein, es geht nicht. Oh, hier ist der Ende. Ja, hier ist Ende. Bloß raus hier, ey. Und ja, das EMF, das ist schön. Ja, noch passiert nichts. Bescheid. Kam bei mir auch nicht so schnell. Ach, wir müssen zurück um die Ecke. Ums Eck. Man könnte fast denken, dass es eigentlich ein Bug ist. Ich kann das Tor offen sein, das Schloss aber zu. Ja. Das ist ja Spiel-Logic, ne? Ums Eck, hier, da. Ich verstehe. Es zieht. Hier unten. Was sagt die Map? Ich jetzt glaube, links um die Ecke rum gleich. Ja, ums Eck. Umse Eck müssen wir. Hier mal links. Oh, ein Knopf. Do not open. Ich will es öffnen. ich will es öffnen. Warte mal, das was ich nicht soll. Ich will es aufmachen. So, ja, wir sind. Oh, so, das ist Bernhard. Wir sind hier ja, richtig. Ich habe mich schon gefragt, warum er nicht wirklich zum Essen da ist. Mein Gott, wie viel sind denn hier extra unten? Extra deine Lieblingslasagne. Jemand spuckt die Tomatensauce hin, dass du dich nicht schämst. Ja, auch alles Geld, Mann. Alles teurer geworden. Mein Gott. Das ist ja fantastisch aus. Blut, Pipi und Kot. Oh, guck, mal, da liegt auch was. Ach, scheiße. Oh. Sie muss gleich rein. Ich wollte jetzt da rein. Da liegt noch was. Ich wollte es mir angucken vom Nahen. Ja. Oh nein. Was? Hier was zum Sammeln liegt, dann sind wir auf der richtigen Spur. Das ist eine Falle. Ah. Er will uns locken und frohlocken. Er will uns locken, das ist klingeln ja schön die Glocke. Hier. Mein ihm. Gott. Glaub, bei ihm klingelt, glaube ich, gar nicht. Ja, hier haben wir auch. Nein, wir haben keine Glocken. Es ist etwas Männliches. Ich hier nee. Ich kann hier. Ach, guck mal, da links, was steht denn da? Das ist so klein, ich kann das gar nicht lesen. Kann man die Map vergrößern? Nee, aber hier links ist eine Tür. Doch, mit Zoom, mit rechts. Wartungsraum ist das. Door is open. Please go inside. Wo ist er denn? Ach, hier. Wartungsraum. Please go inside. Hier, guck mal hier. Oh, ein Hammer für die Conny. Was haben wir noch hier? Den Leuchter brauche ich noch nicht, aber gut zu wissen, dass der einer ist. Müssen wir hier nach... Ja, guck mal, da liegt... Was liegt hier? Schade, ach, Leuchtstab, ja. Leuchtstab. Schade, dass das auf der Map nicht angezeigt wird, wo man Leuchtstäbe und Heilpack. Wenn du die rechte Maustaste drückst, dann kannst du... Nee, kannst du nicht reinzoomen. Mir war gerade so. Er zoomt, aber nicht die Karte. Gar nichts. Mal warten. Gar nichts. Wenn wir jetzt hier rauskommen, gehen wir erstmal links den Gang in den Bogen rein. Da oben ist nämlich auch was, wo ein bisschen Schritt fällt. Oh, guck mal hier. Noch ein Leuchtstab. Ich denke immer, der kommt da raus, gegluckert. Hier, kommen Sie zurück. Ah. Wovor? Wir gerade durch den Bogen. Lauf. Da haben wir erstmal die oberen Teile schon. Wenn wir jetzt hier links rein in den Bogen. Ah ja, da oben geht's noch. Genau. Das zweite ist schon besser. Ey, wenn die Sau dann von hinten kommt, haben wir ein Pro-O. Haben wir ein Problem. Guck mal. Haben wir ein Pro-O. Pro-O. Guck mal, eine Treppe und eine Tür. Ein Pro-O und ein Co-O. Guck mal, hier ist. Was ist denn hier? Ach, hier geht's rein. Das ist der. Die Tür habe ich gesucht. Das ist die Tür. Na gut aufgepasst. War gar nicht so schlecht. So, wenn der jetzt von hinten kommt, wollte ich sagen, dann haben wir ein Problem. Kannst du nicht.
Weil ich hinten bin mit der Brechstange. Dann haben wir ein massives Problem. Mal gucken, wie massiv der überhaupt ist. Wieso? Nehmen wir einen Leuchtstab, kann man vorbeilaufen, ist doch nicht. Schlüssel, Bewartungsraum A. Okay. Na, immerhin. Wieso ist denn die Schriftzeug einmal so groß? Ich kann es gar nicht sehen. Kann man das nicht ranzoomen? Es piept! Drücken. Es piept! Es piept! Was machen wir jetzt? Sie die Eingabetaste. Ah, da steht die Sau! Der bewegt sich nicht. Ah! Jetzt bewegt er sich. So ein Scheiß. Hoch da. Wolltest du mich die Treppe runterlaufen? Nein, schon. Lauf, du Sau. Komm. Ich laufe ja schon. Nein, nicht du. Das dreckst hier in. Du kannst nicht verlegen. Oh, Hellpack. Er kommt. Er kommt. Hier lang kommt. Ja, da lang. Oh, Scheiße. Leiche, okay. Nee, Scheiße. Nicht eine Leiche. Ich sagte Scheiße. Was? Warte, er kommt nicht. Doch, es piept. Er kommt dichter. Was auch hier drin, pass auf. So ein warte. Scheiß. Links. Hier. Was? Ah, nein, das ist hinter dir. Der ist ja so schnell. Ja, der ist schnell, aber nicht so schnell. Hier? Ja. Oh, wir haben den Ritualraum gefunden. Huch. Ja. Kommt nicht jetzt bei dir. Nee, jetzt gerade. Aber wir sind in der Sackgasse, glaube ich. Es ist still. Hier liegt auch was. Kann Licht, ich nehmen? Licht. Auch Licht. Hier liegt auch was, ich auch haben Lust. Was war denn das? Ein blaues Tintenfass. Was brauchen wir für Gegenstände für den Ritualraum, siehst du? Wie sehen die denn aus? Das weiß ich nicht. Wo sind wir überhaupt gerade? Ich sehe den Pfeil nicht mehr. Ach, da unten. Was war links denn im Ritualraum zu sehen? Nicht Ritualraum. Das ist hier draußen. Ich habe das Symbol gefunden. Hier ist Technikraum. Man das Ritual vollenden kann, meine ich, dort durchführen kann. Ja, was waren denn da zu sehen für Symbole? Weiß ich gar nicht mehr, aber glaube ich auch wurscht, wenn wir was einsammeln, nehmen was. Ja, gut. Was jetzt? Das war jetzt eine Antwort. Ist egal, sehen wir schon, wenn wir sein. Ja, sehen wir dann auch. Nee, manchmal ist es leichter, danach dann zu suchen. Das ist deshalb, aber es macht nichts. So. Aus hier rechts. Wir sind jetzt quer durch die Map gerannt. Ja, nicht ganz. Oder? Oh, hier, ich habe die Map gesehen. Das ist bestimmt. Oh ja. 496. Für 496. Das steht doch hier, oder? Irgendwo, warte mal. Ja, das steht immer bei der auf Tab. Ah, genau. Da, Gott sei Dank. Hier gibt es aber wenig zum Sammeln, ne? Finde ich jetzt im Vergleich. Wir haben noch lange nicht alles gesehen. Wenn wir jetzt hier durch das Rohr zurückgehen, müssen wir nach rechts. Okay. Links. Rechts. Geh nach rechts. Das ist blöd immer, wenn du auf die Tab-Taste drücken musst, um die Map aufzurufen. Und ja, ich habe vorhin versucht, über die Map zu laufen. Das geht auch. Wenn du die Map auf hast und dann läufst. Aber. Das war Frederik. Das war Frederico. Lal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 
Ja. So. So rechts, rechts und dann eine Abzwirkung, gibt's links. Eine Abzwirkung. Und rechts im Raum. Eine Abzwirkung haben wir. Hier rechts rum. 666, ja, voll gruselig. Oh, wir brauchen einen Code. Schon wieder. Ah, vorhin ist wahrscheinlich ein vierstelliger. Das ist immer so ein vierstelliger Code. Für zwei Notizbüchern, okay. Zur anderen Seite. Schlüssel für Maschinenraum. Okay. Oh, jetzt gucken wir mal kurz auf die Karte. Geradeaus komplett durch, dann können wir dieses Areal. Dann kommen wir einmal rum und können dann nochmal durch die Mitte. Von hinten durch die Brust ins Auge. Ja. Molly kann das hier nehmen, das andere hier liegt das aber. Hier? Ja. Hier lag jetzt ein Ring. Oh. Ach. Wir müssen durchs Wasser durch. Was ist denn das hier? Und es ist so viel. Hier ist kein Wasser. Also. Noch mehr Geld. So, oh Gott, was sind denn das hier alles für ein Gänge? Server. Aber wenn der Hase nicht kommt, ist mir das eigentlich wurscht. Oh, das ist ja... Nein! Heb das wieder auf, du Idiot. Ich dachte, der Hase kommt. Nee, es soll... Man sieht aber auf der Karte, wo man lang muss. Wo bist du denn? Wege in dem Raum. Geradeaus gehen wir jetzt bis zum Ende. Nee, ich bin noch unten. Ich wollte hier einmal den Gang erkunden, hier unten. Ob hier noch was ist. Notizbuch oder irgendwas. Aber hier ist nichts. Nee. Hier ist nichts. Wenn wir jetzt oben sind, da sind nämlich so eine ganz kleine grauen... Es piept! Ja, ah, es piept. Ja, er ist vor uns. Ja? Ja. Wir brauchen eine Entscheidung. Der hat was ausgekackt. Verliert doch immer was. Hat gekackt? Oh Gott. Hat einen Haufen geschickt. Er hat... Das möchte ich haben, das hat er ausgekackt. Warte, hier. Mit der Kette, so schön. Das fässt du an. Der ist da hinten, der ist. Der, guck mal, der läuft da runter, ist ja doof. Ach da, ich sehe. Jetzt müssen wir links. Mal links zurück. Aber es ist ja gut, dass der leuchtet. Jetzt gleich nochmal links. Zack, 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 dann hier hoch. Guck mal, die Tür nicht zu machen, das finde ich kacke. Oh, eine Kackwurst. Oh, hier liegt noch mehr Geld. No. So. Dankuwert, danke. Geld, Geld, Geld. Ja, da liegt auch Geld, noch was. Oh, Heilung. So viel Heilung. Heilung, ja, das ist schön. Wette, hier könnte man bestimmt was ausgeben, hier hätte man den Ton an. Pain. So, warte kurz. Meine Maus, wo ist sie? Geradeaus und sofort rechts ist ein Gang. Genau da, wo du bist. Ah, warte mal, hier liegt auch. Ach, hier ist eine Kette. Okay. Guck mal, hier ist ein Leuchtstab. Woher war der? Ich hab noch meine vier. Hier fest. Oh, oh, ein Codebuch. Und Schlüssel. Zweite Zahl. Schlüssel für... Ach, man kann hier Schränke öffnen. Schlüssel für Spinte. Okay. Müssen wir darauf achten. 99, die letzte. 99. Wir können Schränke öffnen. Okay. Jetzt draußen, dann gleich rechts. Weiß ich jetzt noch, wo Schränke waren? Nicht mehr. Nee. Kommen wir eh vorbei, wenn wir hier durchgelaufen sind. Spinte. So ein Scheiß. Jetzt den Weg folgen. Erstmal den Weg folgen. Vielleicht sind wir aber schon an welchen vorbeigekommen, mit größter Wahrscheinlichkeit. Hätten wir eh nicht aufmachen können ohne Schlüssel. Guck mal, hier ist was für dich, hier rechts am Regal. Ja, nee, aber wenn wir die jetzt wiederfinden müssen. Ah, vielleicht gibt's sowas wie einen Umkleideraum oder keine Ahnung. Lang, jeder? Nein. Ah! Dreckskind. Das ist viel. Drecksbalk. Also... Da brauche ich gar keine Sätze mehr aussprechen, da reicht mir ein Dampfskiss. Wir haben ja fast alles gesehen schon. Boah. Und wenn wir den Weg hier folgen, wieder zum Haupteingang zurück. Wo bist du denn? Ja. Ah. Wo bist du denn? Ich hab dich verloren. Ich war zu langsam. Kann aber auch nicht zu viel, weil die Sanity nicht so hält. Aber die lädt sich sehr schnell eigentlich wieder auch so. Hier kann man sich auch umgucken. Was ist das? Liegt was für dich? Eine Kette und ein Hammer liegt da hinten für dich. Gerade da hinten in der Ecke. Ach hier. Ist der Henry? Ja, Henry ist auch nicht mehr ganz so aktiv. Das ist die neue. Das ist. Henry hat gerade Yoga gemacht und das ist die. Die
die Platschestellung. Ja, der. Platschestellung, genau. Oh, was ist das hier? Tja. Ja, sind nicht. So, jetzt müssen wir links. Oh. Kann ich das Rad drehen? Warum? Warum kann man hier rein? Ist nichts drin. Was soll ich hier? Ich will das Rad drehen. Das geht wozu nicht. Kann ich jetzt hier rein, wenn ich hier nicht... Ah! Was war das? Irgendwas. Bin ich auf immer so klein. Ah. War so klein? Ja. Du stehst aber. Weil wir haben noch keinen Ritualgegenstand gefunden. Aber... So. Wir haben noch nicht alles gesehen. Gehen wir geradeaus weiter, warte genau. Mal, hier ist... Tür. Noch ein paar nein, Gänge, Schlüssel für Technikraum. Moment. Mist. Hey, Hase ist hinter rechts? Dir. Der Hase ist hinter dir. Komm her. Der ist so lahmarsch, der macht ja nicht. So, guck mal hier. Komm mal hier lang. Erstmal laufen, geradeaus. Der läuft ja nicht so lange daher. So, Karte sagt, weiter geradeaus. Jetzt hier hin. Weg, der blöde Hase. Ach hier, so, was soll denn das sein? Sieht aus wie Wurfsterne. Glaube ich Blätter, oder? Er kommt näher. Blätter oder Wurfsterne, ja, irgendwie sowas. Ach, das sind bestimmt so kleine... Mal. Nein, das sind bestimmt diese, weißt du, diese Räder, mit denen er theoretisch schießen kann. Wahrscheinlich. Liegt was drin? Da liegt was. Hier nicht drin? Schlüssel! Hier! Ich kann den Schrank öffnen. Guck mal, siehst du. Toiletten. Ah. Drin, okay. Wartungsraum A. Also ich okay. Mal gucken. Schlüssel haben wir jetzt auch. Jetzt geradeaus und dann rechts. Okay. Erstmal alles gesehen haben, dann gucken wir mal an. Nein. Aber vielleicht finden wir hier. Weil du bist immer hier gelähmt, das ist der Hase hier. Ich höre den gar nicht. Ist der jetzt auch. Weil er wird noch schneller, wenn er aggro ist. Jetzt können wir gehen. Da hinten ist eine Tür noch. Warte mal. Rechts müssen wir gehen. Da waren wir, glaube ich, schon. Warte mal, hier ist eine Tür. Machen wir mal auf einfach. Da waren wir aber schon. Genau. So. Jetzt geht's hier weiter rechts. Das ist auch ein Geheimgang. Ich bin jetzt auch nicht da, wo es muss sein. Wir gucken uns mal um hier. Hier gibt es Schränke auch. Hier sind die ganzen Schränke wahrscheinlich. Oh. Ja, es ist Spinte. Das ist eine Spinte. Tür ist offen. Oh, ein Buch. Okay. 299 ist der Grund für das Schloss. Wo war das jetzt? So, hier ist ein Spind, geht auf. Ah, guck mal, die anderen gingen nicht auf. Guck mal, hier ist auch was drin, aber das geht nicht auf. So, warte. Hier ist auch was drin. Warte, wo bist du? So. Ja, bei dem Sekunde. Hier, der. Was Weißes drin. Geht nicht auf. Warum geht die nicht auf? Ach, da gibt's wahrscheinlich für alle, jede Reihe. So. Der Hase kommt. Nee. Ich kann einfach E drücken. Ach, die gehen auf, komischerweise. Hä? Die anderen gehen nicht auf. Okay. Oder kann ich nee, alle gehen auf. Hier auch. Geht was auf. Noch? Aber das Wasser gluckert, denke ich, der kommt. Also ich glaube aber nicht, dass du das auch aufmachen kannst. Denke ich mal nicht, dass das hier der Schlüssel ist. Einen Raum haben wir noch nicht gesehen. War es der Kontrollraum? Warte jetzt. Wenn er jetzt hierher kommt, muss ich werfen. Nicht auf. Geradeaus, schräg rechts. Ja, da hinten ist was. Aber hier ist auch noch ein jetzt, Raum. Ich guck mal, hier 299. Ist auch noch ein Raum hier drüben. Ja, hat die anderen Zahlen nicht genommen. Das sind zwei verschiedene Codes. Oh, hier ist noch ein Gang. Ja, aber da waren wir schon. Code. Okay. Wir haben den Code nicht. Das ist das andere Zahlenschloss, wa? Hier sind die ersten beiden Zahlen, die 99 gehören zum Büro und das ist gehört zum Kontrollraum. Oh, okay. Also wir brauchen einmal die ersten beiden und die letzten beiden. Okay. Hier schon dran? Hier geht's rein. Wozu? Warum kann ich hier rein? Hier geht's zum Wartungsraum. Ach, dafür habe ich einen Schlüssel, da können wir gleich mal hier lang gehen. Ja. Dann war das denn nie mehr wieder. Was über jetzt ist es nicht mehr. Oh. Hätte noch bis zum Ende? Das war der kleine Raum hier. Sieht schon offen. Das war der Quatsch.
Wo ist denn der Schlüssel jetzt? Das habe ich nicht verloren. Wartungsraum A. Wartungsraum A. Ich bin im Wartungsraum A, aber warum ist die Tür schon offen? Ist das ein Bug? Recht ab. Wo bist du denn lang gelaufen? Ach, da bist du lang gelaufen. Ja, ich habe Schlüssel für Wartungsraum A. Ja. Boah, Alter, der hat mich gerade fast. Ach, du kommst mir entgegen. Oh. Ich bin hier gerade in die Schnauze gelaufen. Ich bin auf einmal da. Das Geheimnis sein. Hab ich ein Fotoapparat mit? Der kommt. Danke für das schöne Foto, du Arsch. Geh lang. Die Wasserrohrerin. Ich muss rückwärts laufen, sehe ich die nicht. Ja. Ach, rückwärts laufen kann ich gar nicht. Da geht die Ausdauer gar nicht. Ach so, die Ausdauer geht nicht, okay. Guck mal, hier sagt er schon Run. Run? Ja, mach mal. Warum? Run da. Run. Kann man nicht rannen. Ja. Geh mal die Maus nicht auf der Kappe. Wo bin ich überhaupt? Hier geht's nur da lang. Da kommen wir jetzt rein, wenn wir rechts gehen zum Gefängniszellen. Gefängniszellen in der Dings? Das geht auf. Mensch, drin, Mann. Sehr schön. Warum geht die Tür auf, wenn hier nichts drin ist? Hier ist, ja, keine Ahnung. Hier ist ein blaues Glas gewesen. Hier ist nichts. Toll. Nichts. Das ist auch nur aber für sehr, sehr kurze Menschen, diese Betten. Wir sollen da drauf schlafen. Geradeaus geht's nicht. Hier rein? Doch. Manchmal ändert sich ja die Perspektive in so Games, aber hier nicht. Wo sind wir jetzt? Der Hase ist da hinten. Der Hase kommt. Von links. Ja, aber kommt, jetzt geht hier lang. Ja, der ist ja weit genug weg. Kommt aber trotzdem, wenn er dich sieht. Willst du weglaufen von dem? Ja, der wird doch ein bisschen schnell. Wir müssen jetzt hier in die Rohre irgendwo rein. Guck mal, hier ist Keypad. Oder war das nicht? Ja, ist ja falsch. Ist falsch und scheiße. Das ist falsch, okay. Ja, jetzt bin ich genau in die falsche Richtung gelaufen. Ja. Ja, ich werf mal. Weil, zack, komm. Ab. Mit denen ich schlagen, mit der Einbrechstange? Ja. Frage ist, wie kommen jetzt hier raus? Ich muss nach links zurück. Hier rechts, wo er rausgekommen ist. Okay. Kann ich auf die Karte gucken, aber ich habe keine Energie mehr. Jetzt einfach mal hier hinwo. So kann ich. Oh, wir können die Tür zumachen. Schnell rein hier. Zack. Ihn das kann ich, glaube ich, zwar aufmachen. Oh, jetzt sind wir am Anfang. Das ist schön. Okay. Ja. Jetzt mal ganz ruhig. Kommt da ja gerade nicht. Wir haben alles gesehen. Nein, noch nicht. Wir haben das. Die Maschine. Ja, haben wir ihn schon gesehen? Nee, das ist ja abgeschlossen alles gewesen. Wir haben jetzt einen Schlüssel für. Moment. Wartungsraum A steht bei mir, weil das ist ja schon benutzt, weil die Tür war aber schon offen. Habe ich aber, hast du gesehen, erst später gefunden. Da gibt es zwei Wartungsräume A. Bloß, es gibt mehrere Etagen hier. Das Problem ist. Ja, stimmt, der Schlüssel ist nicht mehr. Doch. Nee, Schlüssel spinnte. Schlüssel, Wartungsraum A ist bei mir weiß. Notizbuch, Operationsraum 496, aber rot heißt, ist erledigt, ne? Schlüssel für Spinte, ja, dann. Genau, rot ist erledigt, ne? Genau. Aber, Schlüssel, Wartungsraum A ist weiß, aber wir haben nur einen Wartungsraum A und der war doch bereits offen, hast du selber gesehen, oder ist ein Bug? Das kann ich bei mir nicht sehen, weil du den Schlüssel hast. Ja, bei mir ist es nicht rot, bei mir ist es weiß. Aber der Raum, wo wir gerade drin waren, Wartungsraum A, der eigentlich zu sein sollte, haben wir gesehen. Ich glaube, es gibt. Warte, da oben ist noch einer. Wenn du auf der Karte guckst, einmal rechts von dem Rondell. Ja, ich sehe schon. Und ganz oben steht, glaube ich, auch Wartungsraum A, wenn ich mich nicht irre. Es ist so klein. Müssen wir dazu mit der Hase machen. Ich kann es nicht lesen. Ob das auch. Aber ich sehe den Schlüssel halt bei mir nicht. Mal schon sehen. Jetzt müssen wir links rein und die nächste rechts und dann wieder links. Links rein. Die nächste rechts und vorne. Gibt es denn zweimal Wartungsraum A? Das, So, jetzt hier rein. Nee, Moment. Nächste rein, die nächste rein. Wo? Hier rein, wo mich der Hase erwischt hat. Jetzt bis zum. Fast bis zum Ende, dann rechts in den Kreisverkehr rein da. Hier rein. Der Bogen war. Dann in den Bogen rein. Hier rein. Mhm. Genau. Und
Oh, jetzt kann ich vor euch einfach gerade nicht rennen. Jetzt hier, wo ich gesagt habe, ach, da unten. Jetzt die Tür ist aber auch schon offen. Da waren wir vorhin drin, ja. Und der andere war aber. Der andere ist aber. Noch alles grau. Nee, da hinten. Nee, es geht weiter. Moment. Da kommt noch ein Raum. Der ist dunkel, ja. Noch einer. Hier. Wartungsraum A. Da ist er. Nein. Schrank. Leuchter, fantastisch. Und Schlüssel. Technikraum. Oh Gott sei Dank. Ja, da ist er auch nicht. Er kommt weiter. Also, wo ist der Technikraum? Solange der nicht kommt. Okay, wir müssen erstmal den Weg wieder zurück und aus der Rundung raus. Okay. Den runden Gang hier vorhin wieder. Die Treppe nach oben. Wenn er jetzt hier kommt, ne? Man hat voll Glück, auch wenn er betäubt ist, dass man überhaupt ein bisschen durchgehen kann. Normalerweise blockiert er den Weg. So, Treppe hoch. So, jetzt den Weg folgen. Praktisch wieder zur Haupthalle zurück, zum Haupteingang, wo das Exit ist, erstmal. Ja, nicht mehr. Das ist doch jetzt recht. Der Hase kommt. Oh man, ey, komm her, du. Ja. Was ist das? Hätte ich glaubt, mir wird ein scheiß Hase hier. So. Nicht zu? Ja, natürlich bin ich falsch gelaufen. Will ich denn jetzt? Ich weiß nicht, wo wir sind. Ich guck mal, ob geradeaus, 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 geradeaus. So. Jetzt müssen wir nach links. Mhm. Ja, komm. Das ist so einfach, Leute, ey. So zu gucken mit die Karte, dann rennen und dann aufpassen, dass es viel nicht kommt. So, jetzt müssen wir noch hier runter. Er kommt. Er ist hinter uns. Er ist relativ. Hier am Ritualraum fahren wir hier rum. Schneller rennen jetzt. Da ist er, das kann doch nicht fahren. Ja, das ist hier rumgefahren. Scheiße. Wir müssen hier lang. Das steht. Lauf. Muss ein Raum sein. Hier rum, hier. Ist er. Ah. So. Schlüssel. Innenraum. Hier liegt irgendwas, das kann ich nicht einsammeln. Wollt ihr eigentlich ab in der Gewinne kommen, kommt wirklich mehr dann her sind, ne? Was haben wir denn? Maschinenraum. Maschinenraum. Wir gehen jetzt hier rechts. Okay, in den komisches. Hier in die Mistieren. Oh, dann den Weg folgen. Weiter bis zum Ende. Uiuiui. Noch ein Leuchtstab, blöder Scheißhase. Hallo Alfredo. So, dann hast du noch Leuchtstäbe? Nein, noch weiter geradeaus bis zum Ende. Hast du noch Leuchtstäbe oder nicht mehr? Einen nur noch. Okay. Geradeaus und dann rechts. So komische Abzüge mit den zwei Räumen wieder. So. Jetzt müssen wir in den linken Raum. 6, 6, 6. Ja. Oh mein Gott, ey. So. Oh, ein Leuchtstab, fantastisch. Was finden wir hier? Hier ist nichts. Handy, gut. Hätte die kannst du nehmen. Oh, hier geht eine Treppe nach unten. Okay. Da war's gut. Nee. Ja, mal runter. Schon der Hase unten. Oh, ich sehe was Grünes. Oh, ja, Gott sei Dank. 20, Büro. 2099. Guck mal, ich habe ein Relikt gefunden. Das ist so ein Papierstern. Das ist ein Papierstern, ja. Ja, von so einer Windmühle, so ein Ding da. Oh, Schränke gehen auf. Hier blaues Tintenfass, kannst du mitnehmen? So. Okay. Mehr ist es jetzt Büro 2099, genau. Okay. Ganz kurz gucken, wo ist Büro? Oh, rauskommen, gleich links. Welche die andere Tür da? Hier raus in der Links, genau. Er kommt. Ah! Hilfe! Oh Gott! Ach, schnell!
Wir sitzen hier natürlich voll in der Falle. Total. Wir haben ja einen anderen Code. 4-7. Warte, ich hab noch Wurfsterne. Wurfsterne. Dings. 2-4-7 für Kontrollraum. So, lauf. 2-4-7 Kontrollraum. Komm hier raus. So. Gott. Wir gehen erstmal hier wieder rein. Erstmal weg. Oh, ich bin angeschlagen. Ich brauche eine Heilung. Die ganze Zeit. Ich habe eine Spritze. Ja. Ja, mit der linken Maustaste. Okay. Jetzt müssen wir's. So, ich habe jetzt noch 2 Leuchtstäbe. Ich eigentlich. Ich weiß nicht, wo ich bin. Gerade nicht im Fall nicht. Er kommt. Oh man, der nervt. Er ist ziemlich dicht. Ja, der leuchtet hinter uns. Das kann nicht wahr sein, ey. Aber so flink ist der nicht. Manchmal bleibt der kurz stehen. Ich weiß gar nicht warum. Ja, manchmal bleibt der stehen und. Eine Eisenstange brauche ich nicht und ich habe keine Ausdauer. So. So, wir gehen erstmal hier weiter. Wo bin ich jetzt? Er bleibt noch kurz stehen. Kontrollraum, wo bist Achtung. Du? Links, hier rein. Dann hauen wir nochmal ab. Mist, hier, ey. Hier ist der Kontrollraum. Hier links. Der Code ist 4247. Okay, Sekunde. 4. Sie atmet schon vom Schreck an. 7, oh Gott, ja. So, mach auf, die Schwester. Mach auf, mach auf. Kommt hier rein. Da liegt Heilung. Er kommt hier rein. Nein, er geht. Ich hab ja bereits vorlesen, ich hab nicht Spritze. Hast du noch Leuchtstäbe? Weil hier liegt einer. Gibt's gerade so viele Tasten hier. Kannst ja auch noch was nehmen hier. Hier ist das Relikt. Ich muss ja Leuchtstab hier. Ja. Wir haben alle 3 Relikte, oder? Warum 4? Ach ja. Oder? Nee, 3. 4? 3? Scheiße. Halten Sie das Ritual vor. Okay, pass auf. Wenn wir jetzt hier rausgehen, dann. Warte. Wirf! Scheiße. Das war jetzt Verschwendung. Okay, gut. Rechts rum. Sind es nicht 3? Ich glaube, wir brauchen nur 3. Das war schon. Na gut, wir haben nicht alle Räume gefunden, ne? Nee, aber wir haben es geschafft. Ich habe nur noch einen Leuchtstab jetzt. Auch. Wie das hier schnell langsam mal rennen? Wie sonst immer. Müssen wir uns absprechen. Wenn wir 2 werfen, ist scheiße. Brauchen wir nicht. Hier links. Hier ist der Ritualraum. Oh Gott. Sind es jetzt 3 oder 4? 1. 3. So, jetzt müssen wir hier drin stehen, ne? Und wie soll ich stehen? Aber da soll ich schon. Nee, will was? Sollen wir hier drin stehen? Ja, müssen wir ja irgendwie, ne? Müssen wir hier rein. Reinläuft. Einer muss ich auch. Komm, zu. Ja, ich bleib hier stehen. Ja, drin ist, ist er drin. Ah, das war's. Ja. Oh, schön. Oh, immerhin Gott sei ein Erfolg. Dank. Ja, blöde. Also schlimm war der gar nicht. 20 Uhr, fantastisch. Schlimm war der gar nicht. Er war zwar ein bisschen nervig, aber. Nee, zu zweit ging das jetzt super. Aber es wäre natürlich schön beim nächsten Mal, wenn wir versuchen, alle Räume zu erkunden. Ja. Aber die Geheimnis werden wir. Aber immerhin, also außer die Puppen haben wir, glaube ich, alle gezwungen. Wir haben es geschafft. Klar, Dreckspuppen. Stimmt, die Puppen. Ich habe geguckt im Let's Play und die Puppen haben wir noch nicht im Let's Play gesehen. Ich habe im Let's Play gesehen, wir waren auf leicht. Also ich habe keine Ahnung. Also ich glaube, zu zweit schafft man die Map mit den Puppen nicht. Kann ich jetzt noch schnell was aufbessern? Taschenlampenkraft. Ja, für mehr Leben, da will ich lieber sparen ein bisschen noch. Ja. Aber ich habe. Cool. 2 Erfahrungspunkte. Mensch, die Map-Technik zeigt die anderen Spieler auf der Karte. Macht er das sowieso schon. Ja. Ach ja, Geschwindigkeit reduziert die Interaktion um 20% bei Heilen, Wiederbeleben, Ausgangszone. Naja. Weil ich das gerade sehe, hatten wir den Doktor schon mal? Ja, den haben wir schon exorziert. Okay. Wir haben, glaube ich, alle exorziert, außer die Püppchen nicht. Ja, ich kann gerade nicht durchschalten. Ich glaube, weil du das hast, ne? Ja, warte mal. Reaper, genau. Den hatten wir schon. Den hatten wir als allererstes, den Clown. Was ist das hier? Der Kürbis, achso, ja. Haben wir den schon exorziert, den Kürbis? Doch, ja. Mann, obwohl er uns immer gelähmt hat. Ich glaube, den, ja doch. Ja, jetzt auch gerade. Die noch nicht. Die hatten wir, das war in dem Camp.
Im Wald. Das war doch die Verbrannte, nicht die kleine Puppe. Die haben wir exorziert? Ich sehe jetzt die Verbrannte. Gerade bei mir. Nee, bei mir ist diese kleine Porzellanpuppe, die mal rumbrüllt. Bei mir ist jetzt... Die Geisha? Down, Pumpkinhead, Animatronic, zufällig. Mehr zeigt er mir gar nicht an. Ach, weil ich bei Abwasserkanal bin. Ja, hier gehen nicht alle. Genau, die verbrannte Burn Frau Woman. Hatten wir. Die Geisha? Haben wir auch exorziert. Chatri, hatten wir den Arzt. Achso, die gehen auch nicht bei jedem, ne? Nee, nee, Windows. Uns fehlen nur die Windows Zwillingspuppen, haben... stimmt. Die Mistviecher. Da wäre es aber, glaube ich, auch am besten, wenn man zu dritt oder so drin ist, glaube ich. Weil wenn wirklich einer verletzt ist, kann der andere noch was suchen und der andere als Lockvogel kandieren, so. Aber das ist so ziemlich schwer. Wir hatten schwer. Bei denen aber auch eine ziemlich blöde Map. Wir waren ja in dem Wohnviertel, also in dieser Siedlung. Und da bist du natürlich in den Häusern immer total gefangen. Weil hier steht auch, bei der Abwasserkanal gibt es 24 Kartenvarianten. Das heißt, es ist nicht immer alles gleich, so wie wir es kennen. 24. Bei der Schule gibt es 16 Kartenvarianten. Da können wir auch kein Ausland mal andere Räume kriegen. Cool, okay. Aber das ist, glaube ich, neu, kann es sein. Oh Gott, im Wohnviertel 63 Kartenvarianten. Genau, und im Wohnviertel hatten wir die Puppen. Und da bist du eben in den Häusern total gefangen. Und Slum 68 Varianten, Waldlager 27, Polizei 9, Psychiatrie 27 und Parkhaus. Ja, ist ja nur die eine, weil es ein Tutorial ist. Das war ein Tutorial, genau. Gut, wobei es eigentlich egal ist, weil man sich die Wege eh nicht merken kann. Das ist ja beschiss. Ich habe extra dieses Vieh fotografiert und der zeigt mir gar nicht an, weil ich ihn geknipst habe, was der für Eigenschaften hat. Ach. So, wahrscheinlich muss ich dafür in die richtige Map rein, ne? Warte mal, die Kreaturen. Achso, ich habe noch nie ein Foto gemacht. Ich sehe das nicht. So. Kreaturen? Nee, der ist nicht da. Das ist eine Frechheit. Ich habe den extra fotografiert. Was okay. Ja auch blitzen sind. Ja. Schiss. Der Doktor ist mir wurscht. Und es gibt dann vor allen Dingen auch noch Notizen, die man über die finden kann, um mehr über die zu erfahren. Und da steht auch, wo in welchen Bereichen der ist. Ja, ich habe schon mal eine Notiz gefunden, aber ich habe dazu eben noch kein Bild. Teil 3 von so und so viel. Bei der Geisha haben wir sogar 2 Notizen gefunden. Mhm. Vom Doktor die zweite und die dritte und vom Metzger alle 3 sogar. Ja, die werden wir finden, wenn wir alle Räume erkunden. Finde ich aber kacke, dass das Foto nicht gezählt. Ich habe extra Ja, das ist doof. $401 habe ich übrig. Aber ich spare, weil da werden wir bestimmt was brauchen, was viel besser ist, was ja. Sehr wichtig ist. Hier gibt es zum Beispiel Kamera ermöglicht Nachtsicht ohne Taschenlampen. Das ist sogar gut, damit der Gegner dich nicht so schnell sieht, ne? Ah. Kostet aber 800. Würde ich auch gerne sparen. Ach guck mal, im Albtraummodus siehst du den Gegner gar nicht. Da brauchst du die UV-Lampe für einen. Okay. Stimmt, die Granate, die hätten wir als Lockmittel ansetzen können. Ja. Was haben wir denn hier? Radar. Erkennst du, wo ich Paare eine Kriminalkreaturen aufhalten? Eine Waffe? Kriminalpistole? Ein Projektil? Ach so, Projektil nur. Das Paranormalwesen anzieht. Ne? Könnte man vielleicht für den Ritualkreis machen können, ja. Walkie-talkie. Ermöglicht die Kommunikation mit anderen Spielern. Siehst du, das geht nämlich gar nicht. Sonst. Das brauchen wir ja nicht. Das ist ja, aber manchmal haben wir ja festgestellt, dass wir auch viele Gegenstände in die Map selber gefunden haben, ohne die zu kaufen, wie das Brecheisen und so. Also man muss Bewegungsmelder? Okay. Warum habe ich jetzt 3 Neues hier? Achso, ich könnte was Neues kaufen, deshalb zeigt er mir die Zahl an. Aber ich spare lieber, ich hebe das auf. Ich will die Kamera haben, die ist bestimmt ganz gut. Die kann man ja behalten, wenn man nicht stirbt. Wir sterben ja eigentlich fast nie, also daher. So, ein Erfolg heute. Wahnsinn. Stärke erhöht. So, man kann nur einmal Leben erhöhen. Ah, okay. Das geht gar nicht. Dann auch noch die Geschwindigkeit 10% und 10% mehr Ausdauer. Darauf würde ich auch gerne mal sparen. Okay. Teilen Sie Ihre Schlüssel und Codes mit anderen Spielern. Stimmt, das kann man auch machen. Dann brauchst du den nicht auch suchen. Aber ich kann's ja auch so praktisch. Sagen. Kein Ton von Schritten mehr. Das heißt, der hört dich gar nicht mehr, wenn du läufst. Ja. Und 12 Punkte muss man mal sparen. Erhöht die Beute um 10%, da kriegt man mehr Geld.
Das müsste man vielleicht mal machen, dass auch mal mehr Geld kommt. Naja, ist egal. Wir haben es geschafft. Wir gehen jetzt wieder hin. Da. Gut, meine Lieben. Ja, wir haben es geschafft und sind auf First Try. Ja, First Try. Wahnsinn. Beim nächsten Mal gucken wir, ob wir wirklich alle Räume mal erkunden. Für heute machen wir aber erstmal Schluss. Ja, würde ich auch mal sagen, heute reicht's mal. Wir sehen uns und, zu einem neuen Let's Play. Jetzt denn für euch noch die Phasmophobia Folge machen, die Tage, und dann kriegt ihr die auch noch zu sehen. Dann habt ihr erstmal genug zu gucken. Und dann wünsche ich euch einmal einen wunderschönen Abend. Danke fürs Zuschauen. Auch danke an Conny, dass ihr mitgespielt hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.